Vor langer Zeit zerriss der Krieg der Weisen die Welt und Magie verschwand gänzlich vom Erdboden. Tausend Jahre vergingen. Eisen, Schießpulver und Dampfmaschinen verhalfen zu großem technischen Fortschritt. Aber manch einer möchte die Welt versklaven, indem er die zerstörerische Kraft, Magie genannt, auferstehen lässt. Kann es sein, dass die Mächtigen erneut einen sinnlosen und tödlichen Fehler begehen? Ist die Stadt. Kaum zu glauben, dass dort genau 1000 Jahre nach dem Krieg der Weisen ein Esper gefunden wurde. Ob er noch lebt? Sicher, weil unsere Mission schon so wichtig ist. Und diese Frau, diese Hexe, warum ist sie hier? Sie hat in weniger als 3 Minuten 50 unserer Magitex verbrannt. Stimmt das? Keine Sorge, die Sklavenkrone auf ihrem Kopf beraubt sie alle ihre eigenen Gedanken. Sie wird uns gehorchen. Wir rücken von Osten heran. Los! Tja, hallöchen liebe Freunde, hier ist euer Drawny und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Retro-Let's Play zu Final Fantasy 6 aka 3, je nachdem von welcher Seite man sieht. Endlich hat es geklappt. Ich habe viele Schwierigkeiten gehabt mit der Aufnahme, denn der Emulator, mit dem ich immer gearbeitet habe, jahrelang, der ist dafür nicht so geeignet. Bin jetzt umgewechselt, habe das auf einen anderen gewechselt und ja, scheint jetzt zu laufen. Freue mich schon drauf, schönes Spiel, einmal durchgespielt auf Deutsch. Das ist hier auch eine deutsche Emo, beziehungsweise die ROM wurde übersetzt. Ich spiele es also am Rechner, nicht über Super Nintendo oder so. Ich habe nämlich keinen und ja, das geht ja auch so, ist ja nicht das Problem. Ja, mal schauen, was uns erwartet. Ich habe es einmal durchgespielt, selbst einmal zugeschaut, beziehungsweise aktiv mitgeholfen oder und so weiter, ne? Kann ich nachher mal erzählen. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, hier reinzukommen. Gleiche Info am Anfang. Ihr habt es vielleicht gemerkt, beim Sprechen und so weiter. Das ist immer so eine Sache, bestimmte Betonung. Wenn man selber nicht, jahrelang nicht vorliest, dann ist das immer schwierig. Freisprechen ist eine Sache, aber etwas vom Text vorzulesen, ist immer so eine andere Sache, wenn man das jahrelang nicht mehr gemacht hat. Dann ist es immer schwierig. Also habt bitte ein bisschen Nachsehen mit mir, denn da hinten mal Schluss, jetzt geht's weiter. Sonst fängt das wieder von vorne an. Sie geht voraus. Wir müssen kein Risiko eingehen. Vorwärts. Also da wird definitiv, hoffentlich im Laufe der Serie dran gefeilt. Meiner Seite her. So peu à peu. Magitech des Imperiums, nicht einmal Nasch. Narsch ist mir sicher. Ich hoffe, das war richtig. So, auch schon gleich der erste Kampf. Gewöhnlich an diese tolle Musik. Ach, so schön an dem Spiel. Ich glaube, ich muss aber das ein oder andere noch einstellen. Kampfsystem, kurz, ist rundenbasierend, wie ihr seht. Also man läuft durch die Welt und trifft dann irgendwann auf Gegner. Man sieht die nicht, man kann also nicht ausweichen. Und hat dann diverse Dinge zur Auswahl. Level up. Muss ich aber doch erst in die Einstellung. Hier das eine oder andere einstellen. Kampfgeschwindigkeit, Info bleibt. Und
das bleibt eigentlich auch alles. Das sollte so bleiben. So, jetzt gucken wir. Wir können, glaube ich, hier eh nur in eine Richtung. Ja, genau. Wir sorgen für Narsch sicher Freiheit. Ich weiß echt nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Narsch. Marsch, wie auch immer. Lobo, tolle Gegner. Ein bisschen was weiß ich selbst noch zu... Also ich weiß so die Story noch ungefähr, aber ich werde da so nichts erzählen. Ich versuche nichts zu spoilern. Zumal persönlich ich selber viele Dinge gar nicht mehr weiß. Ich weiß nur so hochstückchenhaft noch dies und das. Wird wahrscheinlich auch viel irgendwo, ja, dann in der Weltgeschichte umeinander fliegen, laufen, reiten, was auch immer alles machbar ist. Weiß ich auch nicht mehr genau. Und dann, keine Ahnung, schauen wir halt mal. Also ich werde zum Beispiel, kann ich gleich schon mal sagen, wenn ich zum Beispiel ein bisschen leveln werde, dann werde ich das in der Regel offscreen machen. Also das, ihr müsst euch da nicht angucken, wenn ich da, was weiß ich, eine Stunde hingehe und nur Mobs kille. Weil da hat, glaube ich, niemand was von. Ich glaube, hier ging es nicht lang, oder? Sie kamen zumindest von da. Nee, da kann ich nicht weiter. Gut, dann müssen wir jetzt rüber. Gut, da geht's auch nicht lang. Dann geht's nur hier lang. Komm, genau. Jetzt sitzt sie in der Falle. Nee, ich glaube nicht. Wir sind am Anfang des Spiels. Normalerweise kann ich jetzt hier... Also ich kann Folgendes natürlich machen. Das hatte man, glaube ich, schon gesehen. Ich werde angegriffen. Jetzt wähle ich hier einen aus. Die Fähigkeit, nehmen wir mal sowas. Ich kann auch auswählen... wenig angreife. Aber es ist eigentlich im Moment ziemlich egal. Das wird nachher natürlich noch schwerer. Teilweise viel schwerer, vor allem wenn ich... Ich muss im Prinzip lerne ich es ja wieder zum Teil neu, weil ich kenne die ganzen Fähigkeiten nicht. Man kennt es von anderen Spielen. Oh, ein Trank oder irgendwas erhalten. Item. Ah, Tonic. Füllt 50 HP auf. Ja, wenn man ans Tonic Water denkt, das ist nicht jedermanns Sache. Das raubt ihr 50 HP. Mir schmeckt's. Also von daher. Wahrscheinlich geht's da weiter. Oh, verteidigt die Minen! Ui, oh! Neuer Gegner. Aha. Ach, ich kann ja heilen. Ne, ich glaube. Feuerstrahl ist so ziemlich das Effektivste. Wenn man bedenkt, dass es hier kalt ist. Die Dinger machen ordentlich Damage. Ach, ich hätte schon Lust, jetzt irgendwie so das ein oder andere zu erzählen. Aber das ist nur Bruchstück haben, das bringt überhaupt nichts. Dann erzähle ich eher mal lieber das. Also ich habe selbst einmal gesagt, auf Deutsch gespielt über das ROM, über das, was ich jetzt wieder spiele. Ich meine, das war damals das Gleiche. Das allererste Mal habe ich es gespielt mit meinem... Ja doch, mit meinen beiden Geschwistern. Zumal mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Das war dann damals so, also halt klassisch über den Super Nintendo. Und halt, also über den... über die PAL-Version. Ja. Das heißt, der gefangene Esper wurde in einem neuen Stollen gefunden. Vielleicht in diesem. Schönes Ratespiel. Und da hat man dann einen Adapter gebraucht. Weil das Spiel gibt es in Deutschland, gibt es in Deutschland nicht. Oh, der erste Gegner. Gibt es in Deutschland nicht. Und das gibt es nur in Japan und in den USA. Und Japan und USA verwenden den NTSC-Farbstandard. Und da ist es dann halt so, dass man für Deutschland hat man einen Adapter gebraucht, damit die japanischen oder englischen Spiele rein oder amerikanischen Spiele reinpassen. Und wir haben es dann auf Englisch gespielt. Mein Bruder hatte schon 2, 3 Jahre Englisch. Ich hatte erst angefangen, konnte also kaum was im Verhältnis zu ihm. Da war es dann so, das, was er hat das halt gelesen, das, was er verstanden hatte, was er nicht verstanden hatte, habe ich dann mit einem Pons übersetzt. Was ist das hier? Ah ja, genau. Also safe, genau. Auf safe und so der Welt könnt ihr Zelt und Schlafsack benutzen, außerdem das Spiel speichern. Werdet ihr besiegt, geht das Spiel dort weiter und das schon, ja. Was? Wenn ihr auch Goldstücke schätzt und weiter erneut finden müsst. Okay, gut. Bleiben eure erreichten Erfahrungspunkte Level halten, ne? Immerhin. Das heißt, ich könnte jetzt hier... Ah, hier genau. Safe. Machen wir das doch mal. Datei löschen? Nö. So, dann haben wir das jetzt mal. Ich gehe jetzt... Kann ich hier schon rein? Nee, geht nicht. Wo war ich stehen geblieben? Oh, was haben wir hier? Mal gleich weiter.
wahrscheinlich schlecht holen, ne? Ich erledige das. Zur Seite! Grums. Sag ich doch. Das war irgendwie offensichtlich. Aha. Der Esper bleibt hier. Welk, fasst sie. Welk? Was? Oh, BOS. Aha. Warte. Denk an unsere Instruktionen. Was ist damit? Weißt du noch, dass mit dem Monster das Blitze, die Blitze fressen? Und im Schneckenhaus speichern kann? Genau, also niemals das Haus angreifen. Niemals. Gut, in Ordnung. Also... Blitz da drauf? Ich greife jetzt nur das Vieh an selber. Mit Blitz. 163. Macht einen guten Eindruck. Was macht sie? Nix. Oder haut sie jetzt ab? Nee, haut nicht ab. Oh, dann haut sie jetzt ab. Genau. War zu offensichtlich. Ja, dann machen wir jetzt nix. Das tut natürlich dann jetzt weh. Das heilt sie nämlich, genau. Zu dem Thema. Wo war ich denn stehen? Ah ja, genau. Er hat halt dann gespielt und hat halt das, was er lesen konnte, ne? Hat er lesen können. Was er nicht lesen konnte, habe ich mit dem Pons. Das ist dieses dicker, grüner Wälzer gewesen. Und zwar war halt ein Buch zum Übersetzen. Halt der Pons für Schulklassen. 5 bis 10 war es, glaube ich. Und da war es dann so, dass ich das dann übersetzt hatte. Für die restlichen Sachen. So hat mein Bruder, so weiß mein Bruder bis heute zum Beispiel, dass Treasure ein Schatz ist, was ja in so Spielen immens wichtig ist. Und meine Schwester hat sich halt dann einfach behalten, wo was war. Das heißt, dass sie hat im Prinzip das Navi gespielt, wo wir hin, wo wir hin müssen und so weiter. Ja, weil er hat mein Bruder im Kampf beschäftigt, ich mit dem Übersetzen und so weiter, Zusammenhängen und so Geschichten und ne. Das war toll. Das war alles, bevor es Twitch, Hitbox und wie die ganzen Stream-Dinger alle heißen. Eventuell kennen das ein paar von euch. Wenn man halt nur eine Konsole hatte oder ein Spiel hatte, was man nur alleine spielen konnte, wo aber vielleicht doch die eine oder andere Hilfe erforderlich war oder man hat halt einfach zugeschaut. Ne? Das war ja dann nicht unspannend. Das war ja trotzdem toll. Ja, komm endlich raus, Mädchen. Hopp. Ich mach so lange nichts. Vielleicht irgendwas hier machen, dass es sich bemüht. Dann heile ich einfach. Was uns einfach. Wahrscheinlich kommt sie dann gleich raus. 100 Pro. Na also. Geht doch. Das wird jetzt wahrscheinlich auch der letzte Angriff sein von uns. Noch nicht. Sie reicht auch noch nicht, oder? Der wird es aber dann gewesen sein. Eigentlich doch. Das ist übrigens das Boss-Theme. Also, musiktechnisch. Also die Musik ist super. Immer wieder schön zu hören. Trank erhalten, das ist gut. Das war's, ein Trank, gut. Immerhin. So, rein. What? Veratun, der Repo-Mann. Könnte aber durchtippen. Das ist bewusst... Oh, das Mikro war zu, Entschuldigung. Das ist bewusst so, dass die Gegner jetzt nicht so schwer sind. Man soll ja nicht gleich am Anfang schon verrecken und dann jedes Mal von vorne anfangen müssen. Zumal wir sind ja auch im Moment Truppen des Imperiums, ne? Wir sind also eh stark. Und das ist ja ein Widerstand, das sind ja Rebellen. Irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die wehren sich hier zumindest. Das ist ein Esper. Sieht aus wie ein Vögelchen. Der gefrorene Esper. Tritosch. Tritoch. Ey, was ist mit dir? Weißt du etwas, was wir nicht... Kling. Thank you.
Ein unheimliches Licht erstrahlt von dem Esper. Ich hab's im Sprechen so ein bisschen. Woher kommt denn dieses Licht? Zack, da ist er weg. Hey, Wedge, wo bist du? Was passiert mit mir? Zack, da ist er auch weg. Die Effekte für die damalige Zeit sind schon gut. Ich glaube 1994 war das gewesen. Grandioses Spiel bis heute. Eines der besten Final Fantasy Spiele, die es gab. Gibt. Ah. Ah. Wo bin ich? Oh. Da habe ich bloß die Krone entfernt. Mein Kopf. Oh ja, das ist eine Sklavenkrone. Die Kerle konnten sich damit steuern wie eine Marionette. Ich erinnere mich nicht. Eine Sorge, das wird schon wieder. Lass dir nur Zeit. Zeit. Ich muss das Mikro immer mal so ein bisschen richten, Entschuldigung. Eine geheimnisvolle junge Frau vom Imperium, geboren mit der Gabe der Magie. So, ich ändere die Namen nicht, die bleiben alle so. Ich heiße Terra. Erstaunlich, bisher hat sich noch kaum jemand so schnell erholt. Ja, Kopfweh hat sie, glaube ich, immer noch. Oh. Sieht nicht gut aus. Aufmachen, gebt das Mädchen und die Magitek-Rüstung heraus. Sofort! Sofort die Tür aufmachen. Das Mädchen ist eine Kriegerin des Imperiums. Imperium? Magitek-Rüstung? Pass auf, du musst sofort gehen. Keine Zeit für Erklärungen. Komm, hier rüber. Ah, da hoch. Ah, da ist ja die Tür, genau. Du musst durch die Minen fliehen, während ich diese Kelle irgendwie aufhalte. Dann hauen wir mal ab. Live haben wir dann volles Live. Gut. Das ist immer sowas hier, wenn man das so sieht. Das gibt's in vielen Super Nintendo-Spielen. In anderen Konsolen wahrscheinlich auch. Irgendwo hinten dran laufen, wo man es nicht vermutet. Und dann gibt's einen Geheimgang. Da oben ist sie. Und der Geheimweg irgendwie. Das, ich fand das immer toll. Und das ist auch immer schwierig. Teilweise überhaupt. Wieso soll ich da langlaufen? Manche Dinge muss man einfach probieren. Jetzt sind wir alleine, jetzt haben wir keine Rüstung mehr. Oh, da kann man speichern. Das machen wir auch. Das wird überspielt. Oh. Erste Gegner. Ich weiß gar nicht, wie stark wir im Nahkampf sind. Bäm, reicht vollkommen aus. Die Viecher zu hauen. Jetzt muss ich aber was trinken. So, bin ich wieder Tonic gehalten. Düpte. Musik ist cool. Oh, eine Kiste. Gibt's auch sehr viele versteckte. Phönixfeder erhalten. Noch die Phönixfeder. Trank. Oh, 250 HP. Halt Verwundungen. Hm, na, was hier? Was sind Verwundungen? Eines ist ja übersetzt. Next. Mob. Das Repo-Mann. Was ist da unten? Verdunster. Jetzt muss ich gehen. Das wird mich in dem Spiel auch nicht verlassen. Was gerne, das wird mich immer verfolgen. Oh, der reicht nicht. What? Okay. Yeah, Level Up. Woo. Level Up, das ist immer schön. Schlafsack, das war zum Speichern. Ist nicht lang. Okay, das ist natürlich der nächste Mob. Ah, Vera. Ja gut, okay, dann mache ich jetzt einfach nur
Aua, Schwein, genau. Einfach mal ins Gesicht. Das sieht schon cool aus, die Viecher. Ich weiß gar nicht, ich meine, ich programmiere ja nichts, aber sowas zu programmieren, dass die so ein Aussehen haben. Wie macht man sowas? Wie kommt man auf die Ideen? Das ist doch schon hart, ist das doch, oder? So, jetzt geht's hier lang. Also. Oh. Aha. Plumps. Ich mach grad nix. Kopfweh? Ah, ne, bewusstlos, gut. Eine süße kleine Zauberin. Hihihi. Dieser Sklavengrunde wirst du mein sein. Kefka. Ich habe erst Kafka gelesen. Nein, das bin ich nicht. Sehr gut. Alles niederbrennen. Den werde ich nie vergessen. Das wäre keiner so vergessen. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Bald nennen wir unsere Zeitzeugen ein. Was? Bald nennen wir uns Zeitzeugen einer völligen Wiederkehr der Magie. Es ist unser alleiniges Schicksal, diese mystische Kraft rechtmäßig in Besitz zu nehmen. Ja, nee, ist klar. Unserer neuen Macht steht uns nichts mehr im Wege. Interessant, wie er die Hand hochhält. Hurra, lang lebe Imperator Gestahl! Interessant, wie er die Hand hochhebt. Nur so dezente Anlehnungen an Hitler, ne? Aber das findet man ja so oft. Nicht so direkt, aber ähnlich. Aha. Wieder hier? Ah. Dead. Das hat aber lange gedauert. Du läufst aufs Geschäft der Plünderei. Schatzsucher, der die Weltgeschichte auf vergessenem Pfad nach wertvollem durchstöbert. Locke. Ich sage lieber Schatzsucherei. Ach was, eher Haarspalterei. Ein Riesenunterschied. Egal. Hast du mich etwa rufen lassen? Ja, das war ich. Du sollst ein Mädchen treffen. Hoffentlich hat das nichts mit dieser imperialen Magitech-Hexe zu tun. Soldaten vom Imperium, folgen Sie in diesem Moment. Narsch ist ein Klacks für das Imperium. Wir können nur mit Hilfe der Löwen einer geheimen Widerstandsbewegung unabhängig bleiben. Diese junge Frau ist für ihre Taten nicht verantwortlich. Sie muss unser Dilemma unbedingt verstehen. Alles klar, dann helfen wir ihr. Eben, schlagt euch nach Figaro durch und sprecht mit dem König. Ist es wieder. Aber jetzt! Na wunderbar. Da ist ja die ganze Meute. Kupo. Mokis, sag bloß, ihr wollt mir helfen. Die Mocks. Ein Mock. Hupo. Genau. Mit uns musst du Terra vor den Waren schützen.
Mehr Info? Ja. Du wirst in drei verschiedene Gruppen kämpfen, die du mit dem Y-Knopf wechseln kannst. Deine Aufgabe ist es, den Anführer zu besiegen, bevor seine Leute Terra erreichen. Sonst... Ja, ne? Y war hier. Blockieren wir einfach alle Wege. Das ist der erste, komm her. Vier Stück. Ach komm, einfach mal voll drauf. Gucken. Reicht ja. Doch, gleich mal ein Schwert. Neuer Tanz erlernt, schön. Y. Dem. Ah, genau, der da. Genauso einfach drauf. Stimmt, der kann ja klauen. Ja, okay, ist jetzt zu spät. Ganz vergessen. Er ist, naja, er sagt immer, er ist ein Schatzsucher, aber er ist halt mehr oder weniger ein Dieb. Deswegen kann er stehlen. ...120 GS erhalten. Na, bleiben wir hier stehen. Ja, genau. Der Sand kommt eh her. Gucken wir mal, ob wir was klauen können. Stehlen? Du hast bestimmt irgendwas im Fell. Ah, schön. Hat sich gelohnt. Muss man nicht immer irgendwie... Dafür zum Heilen brauchen wir sowas. Vor allem kann ja nicht jeder heilen. Das da bitte. Ach nö, den wollte ich schon klauen. Ah, GS sind, glaube ich, Goldstücke, wenn ich mich nicht entsinne. Y. Nee, Y. Muss man zu dem. Okay, komm her. Zack. Achso, ist ja noch keiner bereit. Genau, man hat ja rechts unten hat man diese Balken, die sich füllen. Und erst wenn der voll ist, ist man wieder am Zug. Ist der Charakter am Zug dran. Vorher kann man nicht. Kann man nichts machen. Zack. Gleich mit der Klinge alles umgeschmäht. Ach, wenn wir schon dabei sind, komm. Gehen wir gleich durch. Konnte ich jetzt nicht weiterlaufen? Okay. Als drauf. Zack, da geht er down. Na. Ach, da hinten. Oh, da sind schon alle durch. Da können wir jetzt einfach mal durchbrechen. Als drauf. Zack, down. Oh, Tonic. Doch, sowas braucht man am Anfang richtig viel. Y ist hier. Dann ist, glaube ich, keiner mehr da. Dann nur noch einer. Ja, das ist dann der Boss. Anhand der Musik erkennt man es im Übrigen auch. Ich habe keine Ahnung, was Netz ist. Nicht geklappt. Der ist schon down. Scheiße. Können wir den denn so mit rein Melee-Schaden? Ich meine, die Viecher sollte nicht das Problem sein. Ich hätte stehen können. Oh! Kann ich jetzt tanzen? Nee, kein Tanz. Das könnte in die Hose gehen. Ja, es wird in die Hose gehen. Jo. Besiegt. Ah, nimm mal den da. Wir haben ja drei Teams. Eigentlich sollte das so... War das so jetzt nicht gedacht. Rein.
einmal. Das Vieh down, jetzt kriegt er halt immer ins Gesicht. Ladung, er stirbt jetzt. Item. X du mal, vielleicht überlebst du ja dann was. Tonic. Okay, hat er überlebt. Der müsste eigentlich mal dann sterben. So viel tut er auch nicht haben. Ladung, der ist tot. Oh, schön. Prima. Wenn er ja nur einmal angreifen kann und wir dreimal. Geht doch. XP. Trank. Oh, Trank ist sogar noch besser. Wobei, so viel Life hat man ja nicht. Noch nicht. Kommt ja alles noch. Das ist ganz lange und ganz viel Spiel. Danke, Moglis. Wir schulden euch was. Upo. Er kommt nicht. Ich mach nix. Dieser Schalter müsste... Ich... Also wach. Ah! Du bist wohl auf? Du hast mich... Ich danke lieber den Moglis. Oh, ich erinnere mich wieder an... Früher noch an... Du hast Amnesie? Ein Mann sagte, es käme bald alles wieder. Mit der Zeit. Ehrenwort. Du bist bei mir sicher. Terra? So. Bis dahin bleibe ich bei dir. Ach ja, dieser geheime Gang könnte eines Tages nützlich sein. Vergiss ihn bitte nicht. Aha, gleich mal irgendwas fürs Endgame. Ah. So. Was hier genau? Ne, ich lauf nicht. Okay. Achso, wir sollen ja. Moment, wie viel Life hat er? Sie. 144, okay. Stimmt aber eigentlich nicht mehr, oder? Wir sind auf der Weltkarte jetzt im Übrigen. Oh, wie süß. Was? Laubkerl. 45 GS. Das ist aber eigentlich nicht die Musik der Weltkarte. Da ist doch ein Punkt. Ne, da ist erstmal ein Jeschner. Oh, zwei. Angriff von vorne. Sandro. Okay, die überleben schon mal ein Mini-Hit. Dafür sind wir zu schwach. Drei, vier Level mehr und dann hauen wir die wahrscheinlich selber weg. Er zumindest. Schwanz. Super. Und das auf eine Frau. Yeah. Hashtag Sexism. XP, Goldstücke. Die. Da ist die. Das müsste die Burg sein. Burg Figaro, da ist sie doch. Halt! Achso, ihr seid's. Bitte sehr. Hast du noch was zu sagen? Figaro ist die Wüstenburg. Die Wüstenburg, nicht die Wüstenburg. Ah, schöne Musik. Super, gell? Die Musik hier ist echt Hammer. Auf drei CDs gibt's die. Na? Du meinst diese junge Dame? Erstmal mustern. Für wen haltet ihr euch? Verzeihung, Mann. Dass ich euch den Rücken kehrte. Figaros junger König, Statthalter des Imperiums und Meister im Umgang mit Maschinen. Der gute Edgar. Ich bin Edgar, König von Figaro und ich kenne ihn. Hashtag Fame. Bis später dann.
Ihr seid also Soldat des Imperiums. Gut. Figaro ist mit dem Imperium verbündet. Bitte ruht euch aus. Es ist nicht mein Stil, einer Dame Leid zuzufügen. Aber warum helft ihr mir? Etwa wegen meinen Fähigkeiten? Ich gebe euch drei Gründe. Erstens, eure Schönheit fesselt mich. Zweitens, ob ich wohl euer Typ bin? Dann lange nichts. Und drittens, eure Fähigkeiten. Was ist mit euch los? Meine Technik ist wohl etwas eingerostet. Eine normale Frau fände ihn sicherlich schneidiger, aber ich bin ja kaum normal. Auch nicht so deprimiert gucken. Wird gehen? So, dann bin ich wieder. So, schauen wir doch mal, ob man irgendwo speichern kann. Ich hier nicht irgendwo muss ich speichern können. Ah, ist meine Drohne, die ist wichtig. Phönixfeder erhalten. Gut. Ihr wartet. Ah, okay. Moment. Geht nicht was? Ne, da war nichts. Da war was drin? Das sieht aus, als ging's da hin. Oh, seht euch ruhig um. Seht euch ruhig um. Das war klar. Können wir hier wieder rausgehen? Sind das Türen? Ist hier was? Das wäre das erste. Ich kenne das auch von anderen Spielen. Dass man einfach dran geht und dann ist da was. Ah, eine Tür. Und Tor, gleich mal looten. Steinweicher. Haltstatus Stein. Okay, nimm mal mit. Was ist das? Ah, cool. Kann man Sachen kaufen. Ich glaube schon mal 5000. Konnte man nicht irgendwie gucken, was das ist? Füllt APMP der Gruppe auf. Gegengift sollte man vielleicht mal 10 mitnehmen. Tonic. Nummer 10. Tinktur. 50 Stimmen. Okay. Haltstatus stumm. Mach nochmal das hier. Dann die Seite haben wir jetzt. Auf der anderen Seite. Ne, ist nix. Oh, nix. Da ist dann noch eine Tür. Oh, zwei Truhen. Tonic. Gegengift. Was hast du? Ah. Ah, das ist Werkzeug. Das ist. Okay, das sind dann Sachen für Edgar. Das weiß ich noch. Wo können wir. Hier können wir irgendwo speichern? Ne, speichern geht ja hier nicht, gell? Ah, die Musik ist so cool. Ausruhen, ja. Speichern? Nee, ne? Wahrscheinlich nur zum Auffüllen von allem. Nee. Was war denn? Nee. Speichern, was sagt denn ihr Tolles? Obwohl Edgar ein Auge auf alle Frauen wirft, sind die meisten zu klug für ihn. Kürzlich besuchte er es bei der Hohepriesterin. Was hat er zu euch gesagt? Okay, kein Kommentar. Eine Treppe runter. Ah, okay. Figaro ist die Wüstenburg. Nein, ich will da ganz raus. Komm da rein. Ah, okay. Halt! Also ihr seid's, bitte sehr. Diese Vorurteile. Moment, wir haben noch den Ostflügel. Da rechts war man nicht, genau.
jetzt hier. Bibliothek. Weltweit forschen Gelehrte durch nach Magie. Dumme Leute, diese Gelehrten. nee, da. Vor langer Zeit gab es eine Kraft namens Magie. Wer sie besaß, wurde Magieritter genannt. Gibt's da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich wieder gehen. So, bin ich wieder. Ah ne, da komme ich da raus. Will aber nicht raus. Mich da unten raus. Muss ich doch da rein, oder? Da lang. Wo komme ich jetzt raus? Ah ja, genau. Ah genau, da ist doch noch was. Hab ich's mir doch gedacht. Wir senden Waffen und andere Hilfsmittel nach Figaro Süd. Aha. So, was soll ich jetzt hier machen? Tja, jetzt habe ich schon für gleich verloren, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Was hast du zu sagen? Figaro ist die Wüstenstadt. Ne? Soll ich jetzt raus rumdackeln? Wahrscheinlich. Ist einfach weg. Das ist jetzt. Hab ich irgendwas verpasst? Eigentlich nicht, ne? Auf der ganzen Expos Figaro das modernste Bauwerk. Ha? Edgar ist Verbündeter des Imperiums. Das war doch auf der Seite mal runter, ne? Dann nach links geht es da noch irgendwas. Ah, da ist auch noch was. Ist hier was? Ja, na, was ist das? Edgar hat einen Zwillingsbruder, ein ganz lieber Kerl. Ah, okay. Bruder, was ist mit Vater los? Warum redet er dauernd von Nachfolge? Bist du blind? Wie dünn sein Gesicht schon ist? Was ist? Edgars Zwillingsbruder. Thronlos, aber für immer frei. Das ist Sabin. Ja, ja. Er hieß Sabin. Wie er seinem Vater ähnelte. Als er davonrannte, war er ein kleines Kind. Was wohl aus ihm geworden ist? Schon wieder, Edgar? Er spielt wirklich den Weiberhelden. Geheimgang? Nee, da ist nix. Das ist das wuselige Ding da. Seine Hoheit sagt, er wird mich später heiraten. Ja, das sagt er wahrscheinlich jedem. Hallo Mädel. Da geht's auch nicht lang. Da auch nicht. Da geht's aber hoch. Gut, wir werden gleich dann rüber müssen. Wahrscheinlich in die Bibliothek. Das Imperium hat 3 Städte auf dem südlichen Kontinent bereits belagert. Bald werden sie hier sein. Wir laufen dann jetzt wieder rüber. Da lang, da lang. Ich gehe in der Zeit nochmal. Ne, das ist doch mal der Schlafplatz. Genau, und da dann rüber. Da rein. Und da so, ne? Ne, da ist niemand. Ah, wahrscheinlich muss ich doch wieder den Thronsaal. Ja, Thronsaal. Auch komisch, gehen an der Seite runter und ich muss dann. Thronsaal ist hier lang. Da ist er genau. Ach, zufällig. Oh, wer ist das? Kanzler. Diese ganze Nachfolgegeschichte
war so abstoßend für Seppin, der Bruder des Königs, dass er diese Burg für immer verließ. Mit einem Münzwurf wurde das geregelt. Not bad. Dann sollten die jetzt hier sein. Da ist er ja wieder. Hallo Edgar. Und? Wie gefällt euch meine Burg? König Edgar, da ist jemand vom Imperium. Wahrscheinlich Kefka. Jupp, da ist er doch. Boah, Kefka, ne? Dämliche Befehle des Imperators. Edgar, du Blödmann, warum lebst du hier draußen mitten von nirgend, in der Mitte von nirgendwo? Ich hasse Erkundungen. Da ist Sand auf meinem Stiefel. Klasse. Jasse, alles in Ordnung. Idioten. Klasse gemacht, wie immer. Kefka, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Aus dem Weg. Zack. Das Arschloch. Na, falsch so. Warum haben wir es Verbündete nötig, hier anzudringen? Wer wär's im Süden? Wollt ihr noch mehr Städte plündern? Das ist unsere Sache. Was verschafft mir das Ungemach Kefka des Imperators linke Hand zu sehen? Ein Mädchen, leider kürzlich entkommen, soll sich angeblich hier aufhalten. Stimmt das? Ob das etwas mit dieser Hexe zu tun hat, die in aller Munde ist? Was meint ihr? Gerede! Sie ist lediglich eine gewöhnliche Diebin. Ist sie hier? Tolle Party! In dieser Burg gibt es mehr Frauen als in der Wüste als die Wüste Sandkörner hat. Nicht einmal ich kenne sie alle. Hoffentlich lügt ihr nicht, in eurem eigenen Interesse. Wäre er auch zu schade um euer hübsches Schlösschen. Dieser Kerl hat doch eine Schraube locker. Wo ist Terra? Bring sie auf ihr Zimmer. Ich würde gerne mit euch plaudern, aber der Kanzler und ich müssen etwas besprechen. Manchmal wünschte ich, ich wäre gar kein König. Komm mit. Jetzt muss ich noch selber laufen. Ich geh mal. Mach dir bloß keine Sorgen. Du bist locker, ja? Edgar sagte, du wärst ein Dieb. Stimmt das? Das heißt Schatzsucher! Edgar tut nur so, als unterstütze er das Imperium. In Wahrheit arbeitet er mit den Löwen zusammen. Eine gegen das Imperium gerichtete Rebellengruppe. Ich bin sozusagen der Kontaktmann. Arvis, der mit dir in Narsch geholfen... Der dir in Narsch geholfen hat, gehört zu uns. Aber ich bin Soldat vom Imperium. Es ist nicht wahr. Sie haben mich benutzt. Damit ist Schluss. Ich verstehe das alles nicht. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Brauchst dich nicht sofort zu entscheiden. Du findest den Weg. Eieieiei. Aber welcher Weg ist der richtige? Dramatische Musik. Was zum? Tja, da ist jemand durchgedreht, hä? Was ist hier los? Das Imperium, es ist Kefka! Was macht ihr? Jetzt muss ich schon hinlaufen. Bringt mir das Mädchen sofort. Ich weiß nicht, wen ihr meint. Da
dann seid willkommen zu meinem Grillfest. Uah, oh Gott, das kann man gar nicht nachmachen. Das hatten wir schon. Alles fertig? Alles, Sir. Na, anders überlegt? Ich habe wohl keine Wahl. Oder doch? Autsch! Ihr sollt euch was schämen, einfach eure Leute zurückzulassen. Wie überaus köstlich. Los! Okay, tauchen! Der Charakter ist so geil dargestellt. Ah, jetzt hab ich nicht gelesen, Entschuldigung. Total verpeilt. Tauchstation. Niemand rührt Figaros Untertanen an. So. Ja, die Burg versinkt im Sand. Los, ihnen nach! Jetzt kämpfen wir gegen die. Aber immerhin, wir sind zu dritt mal. Boss-Team. So, was haben wir denn jetzt? Was klauen? Ein Werkzeug. Tonic, einmal geklaut. Cool. Die Dinger müssen wehtun. Ja. Edgar, was ist mit dir? Bist du irgendwie begeistert? Hast du das gerade gesehen? Naja, dieses Kind scheint begnadet zu sein. Sie ist super. Das war Magie. Ma-M-A-G-I. Magie? Sie benutzt... Dara, wo im Himmel hast du das gelernt? Ich... Hey, ich wollte es ja nicht so wahnsinnig aufbauschen. Ich auch nicht. Aber ich habe Magie noch nie zuvor gesehen. Wo hast du das? Edgar, Terra kann Magie nicht Terra kann Magie benutzen, wir nicht. Nur das unterscheidet uns. Tatsache ist, wir könnten ihre Hilfe brauchen. Danke, Locke. Danke, Edgar. Nicht ohnmächtig werden. Er hat nichts. Mist. Werkzeug. Yep. Oh, soviel zu dem Thema. Level up wahrscheinlich. Oh, nochmal ein Trank. Oh. Bravo, Figaro. So, und eines. Dafür werden sie bezahlen. Ja, irre. War das jemand Böses? Ich habe Angst. Ja, der ist sehr böse. Terra, du solltest jemanden kennenlernen. Wir sind von den Löwen. Unser Anführer, Bannon, möchte dich gerne sehen. Magie ist der Schlüssel, um diesen Krieg zu gewinnen. Magie. Terra hat magische Kräfte. Der Esper schien sie zu kennen. Ein Zusammenhang? Ich habe keinen blassen Schimmer. Für mich ist es ganz normal, diese magische Kraft zu benutzen und... Aber kein Mensch hat normalerweise diese Macht. Und außerdem... Uh-oh. Das war was Falsches. Entschuldige. Was soll ich tun? Bestimmt wird dich das Imperium jagen lassen. Wenn sie deiner habhaft werden, bedeutet das das Ende der Welt. Terra...
Du möchtest deine eigenen Kräfte verstehen, richtig? Dann sollten wir uns mit Bannon beraten. Ich? Bitte. Südlich von hier ist ein Geheimgang nach Figaro Süd. So, dann gehen wir mal dahin. Der wird dann der da sein. Entschuldigung, gerade wegen der Nase. Ah, sieht gut aus. Hören Sie, Edgar, wohin des Wegs? Durch die Höhle nach Figaro Süd. Reite zurück zur Burg und sag den anderen, dass wir in Sicherheit sind. Wir sind in Sicherheit. Bitte seid vorsichtig. So, hoffentlich kann ich bald speichern. Oh, natürlich. Bonusse spielen. Werkzeug. Immerhin, der greift alle an. Das ist schön stark, ne? Geklaut er bei dem. Nicht geklappt. Dammit! Hau ab. Zack. XP. Oh, 380 Goldstücke. Cool. Ja, Gold müssen wir später irgendwie auch mal ein bisschen sammeln. Steinquelle. Ha? Macht mir jetzt auch nichts. Oh Gott. Ich habe eigentlich gehofft, dass es... Ja. Okay, dann eben nicht. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt irgendwie gleich speichern kann. Blitzebogen. Nicht geklappt. Wahrscheinlich werden sie jetzt alle sterben. Ja. Edgar ist sehr hilfreich. Ja, da geht's nicht weiter. Ach. Das ist das Nervige. Aber gut, so ist es halt. Immerhin kommen wir ganz gut durch. Dank dem. Werden wir wahrscheinlich gut durchkommen, dank Edgar. Ey, der will klauen. Ah, Tonic. Den benutze ich jetzt wirklich nur zum Klauen. So. Schöne Musik, oder? Ach ja, oh, Level Up. Was? Gift. Ach ja, auch die Musik ist schön. Eine Truhe, die ist wichtig. Tinktur erhalten. Das macht die Tinktur ordnen. Nein. 55 MP auf. Ach, die kostet ja so viel. 12. Wie viel Gold haben wir eigentlich jetzt? 5200 wieder. Was ist das? Kann man die Hornisse beklauen? Werkzeug. Stehlen. Ja, so viel zu dem Thema. Übrigens, die einfache Version, also die europäisch-amerikanische Version von Final Fantasy ist Mystic Quest. Weil man... Ist ähnlich... Aber, beziehungsweise ist bei weitem nicht so komplex und man sieht die Gegner. Das ist das Wichtige, man sieht die Gegner. Das heißt, man kann denen auch ausweichen. Stehlen, da, Werkzeug. Nicht geklappt. Einfach im Sinne, wie gesagt, man sieht die Gegner, die sind dann nicht so schwer, die machen nicht so allzu viel Schaden und so Geschichten. Und man kann vor allem die Dinge den auch ausweichen. Hat viel stärker geklappt. Die Zauber sind auch so stark und so Geschichten. Es gibt nicht so viele. Man findet das viel, viel einfacher. Ne, da kann ich nicht hin. Ne, ich gehe erst nebendran. Wahrscheinlich gibt es hier diverse, das eine oder andere an Geheimgängen, was ich übersehe oder nicht finde. Aber das ist halt dann so. Hat nicht geklappt.
Da darf man dann nicht so traurig drüber sein. Zumal jetzt am Anfang oder zwischendrin ist das nicht so schlimm. Sowas ist eher schlimm später im späteren Verlauf, weil man dann wirklich starke Sachen kriegt, die man in der Regel teilweise, also die man teilweise nicht mehr austauscht. Weil hier am Anfang findet man meistens Tränke und so Geschichten. Wo geht's denn hier hin? Anscheinend ist es schon der Weg. Irgendwie. Das ist wahrscheinlich der Weg schon. Ja. Oh. Ich müsste eigentlich jetzt nochmal rein, aber ich will eigentlich abspeichern, weil ich würde gerne die Aufnahme beenden. Oh, ein Schild geklaut. Hat sich doch gelohnt. Das Klauen ist schon praktisch, aber schlägt, glaube ich, später viel öfter, des Öfteren fehl. Bäm. Komm, sterb. Goldstücke. So, apropos. Können wir aber nochmal schnell gucken. Den Schild. Ausrüsten. Den hat er an. So, dann hat der jetzt auch ein Schild. Wo ist denn jetzt Figaro? Ist das Figaro? Südfigaro, genau. So, jetzt suchen wir uns ein Inn. Da ist es Inn. Ich möchte jetzt erst speichern, dann beende ich nämlich die Aufnahme. Das. Rüstet euch mit diversen Relikten aus. Diese verdoppelt meine Geschwindigkeit. Trottel. Relikte erwecken ganz verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel 7 Meilenstiefel verdoppeln euer Lauftempo. Wahrer Held schützt andere im Kampf. Dragonerstiefel ändern den Befehl Kampf in Sprung. Mit dem Fehdehandschuh könnt ihr ein Schwert beidhändig führen. Vergebe deine Relikte über das Hauptmenü. Okay, cool. Kann ich hier kaufen? Nö, ne? Haha! Schön. Da gibt's sie ja schon. Ermöglicht Dauerlauf. Jetzt weiß ich auch nicht genau, was die Dinger machen. Schutzwunde, Schutz gegen Blind. Schutz gegen Gift. Bisschen gegen Stein. Halt. Gut, das mache ich aber ein anderes Mal, aber mache ich jetzt nicht jetzt. Man muss auch nicht alles haben. Ich will pennen und speichern. So, da sollte dann das Inn beginnen. Was hast du da jetzt? 80 G pro Nacht ausruhen. Also Goldstücke. Dann müsste man auch speichern können. Eigentlich sollte man dann speichern können. Oder? Mache ich einen Denkfehler? Kann ich nicht speichern? Warum geht das nicht? Das habe ich vergessen. Was habe ich vergessen? Nein. Irgendwas vergesse ich. 100 Pro. Irgendwas vergesse ich wirklich. Das speichert er automatisch. Was ist das? Das ist ein Imperium griff Burg Figaro an? Jetzt werden wir alle kämpfen müssen. Okay. Wieso konnte ich jetzt nicht speichern? Kaffee. Das haben wir verschlagen, eine Stadt nach der anderen. Wir sind nicht sicher. Der Typ an der Theke, ein unheimlicher Kerl. Dangan hat gelehrige Schüler. Das ist auch schön. Vargas nahm seinen Vater Dangan übel, dass er ihn streng nach den Gesetzen des Kampfes erzogen hat. Könntest mir wenigstens antworten. Geh weg. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal. Er ist niemandem verpflichtet und für Geld tut er alles. Er kommt und geht wie der Wind. Das ist Shadow. Das ist Shadow. Für den Groschen tötet er seine eigene Mutter. Dann lassen wir ihn wohl lieber... Auch.
Geht weg. Der Hund frisst euch sonst. Wieso kann ich jetzt nicht speichern? Das kotzt mich jetzt gerade an. Wieso kann ich nicht speichern? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, eigentlich muss ich doch nur... Oder verwechsel ich gerade was? Ich muss doch hier... Automatisch speichert er ja nicht. Ausruhen. Speicherplatz. Oder der Speicherplatz ist doch eventuell. Nee, nicht hier. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder raus. Komm ich hier raus? Mach Job. Da geht's in den Keller. Vielleicht. Hallo? Vielleicht ist da im Keller was. Immer mal schauen. Ich glaube, ich muss in die Kirche. Die Cash. Gibt's hier was? Komm mal hier irgendwo raus. Da ist nichts drin. Da ist eine Tür. Wer ist das? Aus dem Weg. Der Schnaps muss zu dem alten Mann gebracht werden. Mein Job. Ab. Ist da nicht irgendwas in der Ecke? Okay, es war jetzt gerade schon ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich passiert jetzt oben drüber was. Oder wir müssen uns irgendeinen alten Mann suchen. Ich habe gedacht, es ist hier noch irgendwas Wichtiges. Was? Nö. Dann gehen wir mal hier raus. Hier geht's hoffentlich raus. Ja. Wo ist die Kirche? Falls es eine gibt. Ich will hier raus. Ich will jetzt auch mit niemandem groß quatschen. Nee, das sieht nicht nach einer Kirche aus. Das ist noch ein Riesenhaus. Aha. Hier was? Ha! Phönixfeder erhalten. Es war so klar. Brabbelst du? Michael Krieg aus, noch bla bla. Ah, wenn wir schon hier sind. Ich werde sowieso alles, also wenn ich dann die neue Session starte, werde ich eigentlich so oder so alles absuchen, weil das sind Dinge, die muss man in so Spielen einfach machen. Weil es diverse versteckte Sachen gibt. Okay, komm, das wird mir doch zu viel. Und gleich wieder den Gedanken verworfen. Ich suche jetzt aber die Kirche und speichere. In der Zeit guckt einfach noch ein bisschen zu. Vielleicht gibt es ja doch das eine oder andere was. Ja. Ist wahrscheinlich was. Ja, Tonic gehalten. Vielleicht doch irgendwas, was, ja, doch ganz interessant ist. Ein bisschen Geschwätz. Da geht's rein. Ja, war klar. Da geht's hoch. Ja, das machen wir einen anderen mal. Da ist da, glaube ich, der alte Mann dann. Der den Wein oder Schnaps bekommt. Ich will doch nur speichern. Wo kann ich denn hier speichern? Oh, verpiss dich! Affe! Ich will nur speichern. Die Stadt wird sich verteidigen, auch mit ihrer Magentech-Rüstung werden sie es schwer haben. Okay, da komme ich nicht weiter. Haus. Da geht's runter, komme ich auf der anderen Seite raus. Ich will nur noch speichern. Ah, danke. Geht doch! So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream, je nachdem, was halt anläuft. Und ja, dann sage ich, ja genau, wenn was sein soll, natürlich ab damit in die Kommentare auf Twitter, Facebook und so weiter. Ihr kennt den Krempel ja. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.